Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zero Sievert. Wir gehen jetzt direkt ins Camp und werden da hoffentlich mit 250 XP rausgehen. Und werden zusätzlich nochmal die Radio Station nehmen, damit ich noch meine Glühbirnen bekomme, damit wir uns noch die Lichterkette in reinhauen können. Wobei ich nicht weiß, ob das uns einen Slot kostet. Müssen wir mal gucken. Aber ich hätte gerne diese Lichterkette mal ausprobiert. Wir schauen mal. Notfalls muss man den Hideout ein bisschen umbauen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier Richtung Radio Station. Sonst haben wir, glaube ich, haben wir jetzt noch hier irgendwas an Quest. Bodyparts, Spider, weiß ich nicht, wo die sind. Wir brauchen noch Canfish. Wir brauchen noch Relays, deswegen hier hin. Wir müssen noch Hunter töten. Und wir müssen, genau, Cam noch zweimal Survive und 12 Banditen töten. Achso, Hunter sind andere. Banditen und Hunter sind ein Unterschied natürlich. Aber Hunter kriegen wir auch immer wieder vor die Flinte. Aber wir gehen jetzt erstmal nach unten. Laden nochmal durch. Guck mal, hier ist so ein kleines Camp. Ach, Green Army. Moin. Ihr seid aber... Ihr habt die alle schon gekillt, oder? Green Army. Moin, ich loome euer Zeug, okay? Schick für euch, oder? Für mich auch. Passt schon. Passt schon. Vielen Dank. Guck mal, Waffengiste. Danke. Ich guck nur. EBS 41. Cool. Dann nehmen wir mal als mit. Die Waffenteile sind halt auch viel wert. Ich weiß noch nicht genau, was man davon brauchen könnten irgendwann, aber haben ist besser wie brauchen, hat mal ein ganz kluger Mann gesagt. Die Waffengiste ist Schrott. Oder die Coolbox war Schrott. Ich wollte gerade sagen, was das denn aus die Radio Station. Das Coole ist, dass du die Green Army einfach beklauen kannst und die das nicht ansatzweise juckt. Das finde ich fair. Das finde ich fair. Das ist ein Hase. Eine rote Kristalle. Der ist sogar gut lootbar, glaube ich, hier. Hier werden wir uns hier hinstellen. Ja, das ist mir vorbei. Das geht zu schnell. Oh. Großes Camp. Okay, wir gehen erst Radio Station, dann nehmen wir das Camp hier auseinander. Hier, wir gehen auf die AKM. Komm, gib mir wieder gutes Zeug. Ja, das. Alle, ja, Relais. Sehr schön. Wir brauchen ja die Relais. Moment. Kommst du davor? Irgendwie? Du stehst ungünstig da hinten drin. Du auch. Das Drecksvieh frisst halt unglaublich. Ich weiß nicht, was es sein soll. Es frisst scheiße viel Munition. Operator Level 1. Oh, die Kristalle sind auch gut was wert. Was wiegt denn so ein Ding? 0,5 nur und ist 400 wert. Das ist ein Deal. Da können wir eh nicht rein. Die sind eigentlich mega easy zu töten und sind halt immer da. Aber der Nachteil ist, dass du da tatsächlich ein bisschen Munition reinpulvern musst. Ja, ich weiß, ich glaube, die sind ja was wert. Was wiegt denn so ein Ding? 0,6, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Batterien können wir übrigens noch mitnehmen, weil die stacken. Oh, das lohnt sich. Hallo. Entschuldigen Sie bitte, ich loote Sie. Oh, nehmen wir mit. Ja, ja. Ja, Pfeffer brauchen wir. Salz wäre jetzt noch ganz nice. Ganz behalten. Salz wäre noch cool. Ja, Glühbirnen. Wow. Okay, wir haben noch 8 Kilo übrig. Ist okay. Motor 3000. Also wir nehmen... Du nimmst hier Kohle. Du nimmst... Alter! Das sind locker wieder 20.000, 30.000. Locker 30.000. Wir haben irgendwas komplett. Und wir müssen aufpassen, hier strahlt es ein bisschen. Was haben wir komplett? Ah, die Relais. Cool.
Hunters haben wir noch keinen. Survival müssen wir noch und wir müssen noch Banditen töten. Praktisch. Wir nehmen noch das Banditencamp hier auseinander. Wo will er hin? Ah, Wölfe. Boah, die sahen nicht mal so tot aus. Hier ist nichts weiter. Hä, auch Green Army? Moin. Moin, Jungs. Hallo. Guck mal. Die werden halt irgendwann nicht mehr auf unserer Seite sein. Guck mal, was ihr so habt, gell? Ich hoffe, das passt. War. Ja. Glühbirnen ohne Ende. Moin. Nee, ich will nicht reden, ich will Zeug. Lassen Sie mich durch, ich möchte Dinge. Autoreifen. Wann? Nochmal 500. Wir haben keinen Platz mehr. Ah, okay. Geil ist, dass wir noch laufen können. Tschüss. Schön war's. Ah, Alter. Erschreck mich nicht so. Scheiß Hase. Ah. Oh. Ihr seid im Weg. Freunde. Nee, 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 nee. Jetzt hast du gekillt, jetzt will ich's auch looten. Sind nur zwei. Wir haben noch keinen Platz mehr. Nein, den brauchen wir. Lass hier raus. Sehr schön, noch einen Kenfisch mitgenommen. Wir haben Lauf, würde ich sagen, oder? Zweimal Boss gekillt. Schon lange nicht mehr. 33.000 Rubel haben wir rausgeschleppt. 212 Erfahrungspunkte. Scheiße, wir hätten 250 gebraucht, oder? Ja gut, wir haben wenig getötet, wir haben viel gelootet. Wenig getötet, sehr viel gelootet. 16.000. Komm, mach die Taschen leer. Mein Freund. Ich habe 10.000. 12.000. 13.000, 14.000, 14.900, 15.000. Ja gut, den kann ich nicht mal mehr. 5.000, das geht gar nicht. Er hat keine Kohle mehr. Workaholic. Krass. SVD, 1.700. Okay, 200 hat er noch. Danke. Wir haben 105.000 im Moment. Ich glaube, wir gehen gleich mal einkaufen. Es läuft. Und das sagen, was ihr wollt. Es läuft. Haben wir genug für das? 6. Oh. Ah, warte mal. Aber wir müssen. Ja, die Kacke ist. Wir brauchen die Relais für die Quest. Und ich würde die Quest beim Doktor vorziehen. Wir nehmen jetzt erstmal. Wir brauchen. Also, ich könnte mir das Christmas-Ding craften. Ja, aber ich würde erstmal die Doktor-Quest nehmen wollen. Task. Das sind Reiter, die. Es sind 6 Relais weg von 6 Relais, die wir haben. Das ist leider doof, aber das wird sich nicht, leider nicht ändern können. Handguard. Das nehmen wir hier mit. Vielleicht brauchen wir nichts. Was ist hier für ein Handguard? PP91 Ketter. Will ich nicht spielen. MP5 Handguard. Warum nehmen wir den? Wir haben ja die MP5, aber ich will es nicht spielen, der hat zu wenig Schaden. Upgrade. War alles. Haben wir alles. CPU haben wir 3, SSD haben wir 3, Military
Kit, Circuit haben wir auch 3 und Bubble haben wir auch 3. 8. Haben wir alles. Hast du PS-Munition? Nee. HP-Munition. Dann nehmen wir die hier mit. Die Belohnung ist übrigens scheiße. Fix the Tower. Ah, dazu brauchen wir dieses wir kriegen Bücher. Und dazu brauchen wir dieses Kit, was er verkauft. Per Armor 400. Ja, heal me. Nö. Trade. Denn, das haben wir ja schon gesehen, das hier. Repair Kit 5000. Ach, guck mal. Ah ja, er hat jetzt wieder 5000. Das ist gut, weil ich habe noch Zeug, das hier gerne verkaufen wollen würde. 1000. Okay, den kann er mir nicht mal. So viel Geld hat er nicht. Maximum Wait 20. 300 Sekunden hält das aber nur an. Macht aber Hunger und Durst mega niedrig. Achso, nee, gibt erst Hunger und Durst dazu und zieht es dann wieder ab in Injektor für 220. Ja, den können wir mal behalten. Den können wir notfalls mal mitnehmen, wenn wir überladen sind. Das Ding sollte, glaube ich, auch nicht so krass viel wiegen. Nö, dann wäre ich erstmal soweit zufrieden. Ist hier irgendwas Standard dabei? Nee. EC-Stock haben wir ganz viele. Brauchen wir nicht. Das ist ein Forge-Grip. All Weapons. Oh, 3 Recoil. Cool. 1500, danke. Hast du was, was wir kaufen könnten? Der wäre halt statt nur unseren. Wir haben 19 Kilo, glaube ich, oder 21 Kilo. Er hat 29 Kilo. Das Ding kostet 45.000, können wir kaufen. Aber ich würde eher den hier nehmen mit Level 4 dann. Und den hier auch mit Level 4. Das Ding kostet 100.000. Nee, ich glaube, wir sparen tatsächlich bis Level 4. Können wir eher die andere Waffe kaufen wollen. Weil ich meine Musin echt mag. Vor allem kommen wir gut mit ihr zurecht. So, und jetzt haben wir nämlich, ja, Glühbirnen abgegeben und die Relais komplett abgegeben. Leider. Haben wir allerdings auch wieder ein kleines bisschen Platz bekommen. Das ist ganz nett. Essen. So, Medikram. Medikram, 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 Medikram. Und haben Waffenteile en masse dazu bekommen. Munition. Einen ganzen Haufen, ein Gameboy. Und dann gehen wir Radio Station, würde ich sagen. Und clearen dadurch. Munition haben wir noch genug. Nachladen. Wir haben 12 Uhr, ja. Dann gehen wir nochmal Radio Station. Boah, passt alles. Zeit von der Folge, passt auch. Nochmal Camp. Radio Station. Die sollen wir ja reparieren. Dann haben wir die Quest abgeschlossen. Wir müssen noch die 350 Erfahrungspunkte oder 250 Erfahrungspunkte mitnehmen. Das heißt, wir müssen mehr töten. Kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. Was brauchen wir noch? Ghoul. Wir brauchen noch einen Ghoul. Den müssen wir auch noch töten. Dann haben wir die Ghoul-Quest fertig. Lustigerweise waren wir jetzt schon zweimal drin und haben keinen Ghoul mehr gesehen. Arman würde ich gerne mal testen. Wahrscheinlich gehen wir drauf dabei, aber ich weiß nicht, wo der. Ich glaube, der läuft rum. Ich glaube, der ist. Der hat keinen festen Ort wie der aus. Wie Lazar. Na, guck mal, hier ist das Ding. Ich glaube, der rennt nämlich durch die Gegend. Mit Wachen. Deswegen, ja, unangenehm. Na, guck mal, hier. Dann gehen wir direkt hier rein. Ist das wieder Green Army? Wir können theoretischerweise auch die Leute von der Green Army. Auf die schießen. Oh, hier ist schon ordentlich ein Baller. Aber die schießen dann halt auch alle zurück. Und wenn das 5-6 Stück sind, überlebt man das im Normalfall erstmal nicht. Du bist doch ein Hunter. Das war ein Hunter. Unser erster. Ja, Hunter. Salz, sehr schön. Oh ja. Ja. So, und was ist jetzt hier für Gefaller? Alter! Was ist das? Okay. Oh, hier liegen ein paar. Erst von der schießt man das nicht auf mich? Der auch. Oh, ich glaube, das ist. Ich helfe mal ein bisschen mit. Da war aber jetzt noch einer, Freunde. Ich will eigentlich will nur looten. Hä? Wo ist der eine?
war doch noch einer. Hier diese Kackstrahlung überall. Ah, der ist auch tot. Bedien mich mal. Da unten ist überall Strahlung, das ist scheiße. Self-Level 5. Ist das der Arman zufälligerweise? Bandit? Nee, normale Banditen. Was ist das denn? Nee, normaler Bandit. Was? Oh, die haben gut Zeug. Müssten theoretisch ja alle gewesen sein. Wegstor. Okay. Danke. Firma Dank. Oh. Injektoren. Die sind teuer. Teilweise. Teilweise auch nicht. Scheiße hier. Wir sind schon bei 1,7. Wir kriegen bald offene Wunden. Wir bräuchten tatsächlich irgendwas, was unsere Radioaktivität ein bisschen runterdrückt. HP-Regeneration. Schnaps oder sowas wäre ganz nett. Wir sind ein bisschen verstrahlt worden. Leider Gottes. Überall, wo es so knistert, ist Strahlung. Und hier ist leider überall an den ganzen Metall ist Strahlung. Und wir steigen immer weiter. Das ist ein Problem, weil irgendwann kriegen wir dadurch Wunden. Einfach so. Die wir, ja, nicht auf Dauer behandelt kriegen. Weil ich auch schon wieder ein Toter. Ich find's cool, hier auf der Map tötet sich irgendwie alles selbst. Die ganze Zeit. Das sind verdammt viele Schuss. Soldier. Also was verstrahltes Essen darf ich auf jeden Fall nicht. Und zwar ist das 1,8. Kostet unglaublich viel Munition das Teil. Und wir sind gelb. Wenn wir Pech haben, geben wir gleich an Strahlung drauf. Wir werden leider gleich gehen müssen, weil wir verstrahlt sind wie bekloppt. Crimson Mark Johnson. Ja, die können wir nicht trinken. Pfeffer. Oh, guck mal, der hat eine MP5. Ich weiß noch nicht, was die wert sind. Wir haben keinen Platz mehr. Ja, jetzt haben wir die erste Wunde. Weil wir bei 2, irgendwas sind. Und jetzt kriegen wir immer wieder Wunden. Das heißt, wir müssen tatsächlich gucken, dass wir gleich abhauen. Geht leider nicht anders. Weil wir immer wieder jetzt Wunden kriegen werden durch die Strahlung. Oh, cool. Mit R? Gucken wir trotzdem nicht hier rein, oder? Doch, da. Moinsen, Konsum. Da liegt noch einer. Zu viel? Ja, das brauchen wir, das brauchen wir. Nee, hä? Was ist das Orange hier? Wir haben ordentlich Zeug, aber ein Ghoul wäre noch cool. Treibt sich schon fast. Aber wir sind jetzt leider schon gelb. Wir sind zu verstrahlt. Wir müssen gehen. Wir fangen jetzt dauernd an zu bluten. Ein Hunterhammer. Bin leider zu viel in Strahlung rumgerannt. Aber wir gehen. Wir werden uns gleich nochmal hier reingehen.
Dann hoffentlich ohne Strahlung. Der Erfahrungspunkt haben jetzt nicht gereicht. Immerhin 188. Bald Level 4. Und dann können wir uns dann Armor nochmal hochbauen und alles. Aber Subclass Amp haben wir complete. What's Cooking haben wir voll. Yes, war man. Moin. Aber du hast nur 3600. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. 2000. Das hier noch. Hier, 1700 für so einen Injektor beispielsweise. Manche kosten unter 220, wie der hier. Aber manche sind echt teuer. 3626. So, Workaholic. Coole neue Waffe. Baikal. 6er Magazin. Schrotflinte. Und eine coole gemoddete AKM. Wir haben jetzt auch zu wenig Platz, glaube ich, dass du uns was geben kannst, oder? Ah, ne, wir kriegen nur Munition. Nehmen wir PS-Munition. Ah, guck mal, hier kriegen wir wenigstens PS-Munition. Nehmen wir PS-Munition. Okay, keine weitere Folgetask. Erfahrungspunkte. Und also, wir haben auch wieder Erfahrung natürlich bekommen dafür. Klar, die Waffen behalten wir jetzt erstmal. Achso, wir haben keinen Platz mehr. Kann eigentlich unload und wrap. Jo. Dann können wir gleich auch mal durchreparieren, denke ich. So, Waffen, Munition, Munition. Wir sind voll übrigens hier. Das heißt, wir packen das Zeug mal raus. Munition hier rein, Munition hier rein. Dass das schön stacken kann. PS-Munition packen wir hier drauf. Dann haben wir Essen. Haben wir eigentlich immer Essen mit, oder? Ja, hier. Massenweise Heal-Kram. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Da können wir die zwei draufziehen. Dann haben wir wieder 4 Verbände dabei, wenn wir doch wieder bluten sollten. Nicht das Verkehrteste. So, die hier raus. Das hier raus. Wir haben jetzt noch Zeug. Die MP5 würde ich, glaube ich, ja, würde ich verkaufen. Wir haben eine 100%ige. Weil wir mal gucken, ob da Anbauteile dran sind. Das Zeug, das muss ich alles mal in Ruhe sortieren. Das würde ich jetzt nicht mit euch machen. Ich gucke dann einfach nur. Ist jetzt auch unspannend. Klar, den einen oder anderen würde es interessieren wahrscheinlich, was ich hier rausnehme, was nicht. Hier beispielsweise, was wir öfters haben, würde ich dann einfach verkaufen beispielsweise. Mal Visiere durchgucken. Wie viele Visiere haben wir jetzt von was und so weiter und so fort. Magazine könnten wir verkaufen. Und einfach dann ein bisschen Kohle machen eben damit. Wir haben coole Lampen rausgeschleppt. Das hier ist verkauft, das hier ist verkauft. Das hier behalten wir erstmal. Den Kaffee können wir hier mit reinschmeißen. Die Relais behalten wir erstmal. Das Ding behalten wir. Und das ganze andere Zeug hier auch. Wir haben jetzt die... Idiot. Ich habe die Radio Station nicht repariert. Das ist nur mal 15:20 Uhr. Ja, aber unser Ding ist wieder unten. Theoretisch können wir nochmal los. Was heißt theoretisch? Wir gehen nochmal los. Machen die Radio Station. Ich habe die Radio... Ich war bei der Radio Station, habe die Radio Station nicht repariert. Ich bin ein Held. Machen wir jetzt gleich. Dann gehen jetzt nochmal die Radio Station. Oben links im Eck. Irgendwo. Scheiße. Wir waren durch, weil da so viele... Ich habe einfach nicht dran gedacht. Wir finden keine Ausreden. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich bin voll Idiot. Was willst du machen? Das passiert. Das Alter. Die grauen Haare sind nicht hier. Da. Alles grau. Was willst du machen? Sieht eh teilweise so aus, wenn ich hier so... Das ist grau. Das ist kein Haarausfall, das ist grau. Haare ich tatsächlich sehr viel, nur leider grau. Tolles Wetter. Tolles Wetter. Im Idealfall kriegen wir noch genug Erfahrungspunkte zusammen. Dafür brauchen wir aber genug... Die hier? Das war nur ein Hase, oder? Da unten. Und noch ein Camp. Moin. Habt ihr was Sinnvolles dabei? Nicht wirklich. Volle Waffenbox. Nicht das Verkehrteste. Ja! Ganz müff. Lesen. Leider eine kaputte Musik.
Jetzt würde es sich schon... Ah, guck mal, Green Army schon wieder. Jetzt würde es sich schon wieder lohnen, hier rauszulaufen. Hier ist halt das Problem. Momentan, also im Moment lieben sie uns noch. Irgendwann mögen sie uns nicht mehr. Und dann müssen wir tatsächlich gucken... also dann wäre das hier... Dann müssen wir die hier raus auch kämpfen. Also dann müssen wir mit denen halt auch fighten. Müssen wir im Moment Gott sei Dank noch nicht. Aber das wird halt irgendwann auch noch der Fall sein. Aber so lange können wir die hier ausrauben, solange wir noch Best Friends Forever sind. So, okay, weiter nach oben. Oh. Moin, Hunter. Ich glaube, die können zu... Ah, geil. Die können zu zweit vorkommen oder alleine, glaube ich. Obwohl, wir haben genug Pfeffer jetzt. Wir brauchen Pfeffer nicht mehr. Oh, SV. Cool, dass wir den Zoo erwischt haben. Mit seiner SV-98 wäre es ein ernstzunehmender Gegner. Da dürfen wir nicht durchlatschen. Da ist ein Camp. Ach man, wieso ist hier überall diese? Ich brauche einen anderen Anzug, glaube ich. Wir sind schon wieder bei 0,8. Oder ich brauche an die ich muss nächstes Mal an die Strahlenpillen mitnehmen. Ah, guck mal. Green Army. Hi. Hier schon wieder. Kenn ich doch. Jetzt sammeln wir mal den Rest ein, okay? Die sind leider immer zu früh. Ich müsste die erschießen, weil ich kriege ja dafür... Wir kriegen ja dafür keine Erfahrungspunkte. Das lohnt sich halt nicht mal. Weil wir die Erfahrungspunkte einfach nicht kriegen, wenn die kalt machen. Es ist zwar ganz nett, dass du hier looten kannst wie ein Bekloppter. Aber wir bräuchten eigentlich auch die Erfahrungspunkte. Moin. Und diese Kackstrahlung ist mega nervig. Wir sind schon mal wieder bei fast 1. Und haben nichts gemacht im Grunde. Standard. Das Stock. Handguard. Das hier nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Das Standardmagazin. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Moin. Jetzt kannst du knicken. Da, wo es so krass ist, hast du eh keine Chance. Okay, wir müssen nach oben. Hier ist überall Strahlung. Das ist der Wahnsinn. Wir müssen das nächste Mal an die Strahlenpillen einpacken und mitnehmen. Das können wir noch looten. Ja, guck mal hier. Radioaktivität. Nur. Oh, Whisky. Nett. Hier, 1, use. Ja, 0,7. Davon brauchst du halt einen ganzen Arsch voll. Nehm das jetzt nicht zu wörtlich. Yeah. So, Radio Station. Andere haben wir einen mitgenommen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Moin. Also zumindest, wenn wir das hier öfters machen. Ah, du kriegst massenweise Kohle. Also wir kriegen Kohle ohne Ende bei dieser Radio Station. Praktisch hast du keine Gegner, weil die, wenn dann sowieso alle tot sind, durch diese Anomalien. Die Anomalien selber bringen auch Kohle ohne Ende. Also Kohle kriegst du hier wie, so, wie sonst was. So. Und da links davon, hier Relais. Alter. Müsste das, was wir reparieren müssen, noch ein Relais. Cool. Jetzt brauchen wir eigentlich diese hier. Fix the radio complete. Sehr schön. Wir müssen eigentlich alles haben von den Dingern hier. Ich weiß nicht, wieso die noch da sind. Also wenn du Kohle brauchst, geh in die Radio Station. Du frisst da ein Rabe dran rum. Ist das normal? So, wir sind jetzt natürlich überladen. Die würde ich rausschmeißen, dann haben wir wieder Platz. Weil dieser Elektro-Loot halt einfach wirklich gut was wert ist. Selbst diese kleinen Vans oder die USBs sind halt jeweils 500er. Das ist trotzdem schon wieder bei 0,8. Scheiße ist, so kriegen wir halt nicht genug Erfahrungspunkte. So, wieder ein Hunter. So kriegen wir halt nicht genug Erfahrungspunkte zusammen. Für... Wieso brauchen wir schon wieder Wilson-Zigaretten? Wir haben doch die Quest abgegeben mit dem Zippo. Oh, Canfish ist nice.
Wieso brauchen wir Wilson-Zigaretten? Mann, wie ist es nicht? Wurde jetzt aus irgendeinem Grund nicht abgewählt. Bei der Quest, kann auch sein. Aber überall, wo es halt so... Hier übrigens, siehst du hier dann das auch. Sobald es knistert, springt unser Detektor an. Ein roter Hase. Und dann war es das. Im Grunde. So, wir müssen nach oben in die Ecke. Aber leider werden wir jetzt wieder zu wenig Punkte haben. Also wir werden zu wenig Erfahrungspunkte haben. Hier. Ja. Wir müssen höchstens mal gegen die Green Army fighten. Aber ganz ehrlich, es sind halt 5-6 Stück. Sehr gut bewaffnet, sehr gut gepanzert. Die würde ich mir noch nicht zutrauen, tatsächlich auch. Ich glaube, das überlebt man nicht. Und Rohr mal wieder. Haben wir schon eh nicht mehr gehabt. Wie weit noch ein Stück? Wir schleichen vorwärts. Aber wir haben jetzt jedes Mal die Tasche voll. Wir sind schon ewig nicht mehr draufgegangen. Es läuft ja eigentlich ganz gut. Für uns. Aber es werden wieder zu wenig Erfahrungspunkte sein. Nein! 250 brauchen wir, 238. Okay, wir müssen hier nochmal rein. Aber wir haben auch immer Teilerfolge, oder? Wir nehmen zumindest immer eine Quest mit, die was bringt. $37 hat er noch. Ihn können wir nicht mal was verkaufen. Wir müssen erstmal schlafen gehen. Ja, 17 Uhr. Wir gehen pennen. Und dann verkaufen wir am nächsten Tag an ihm alles Mögliche. Die teilen sich, glaube ich, sowieso die Einnahmen. Also auch bei einem anderen Händler haben wir die gleiche Menge an Kohle. Das heißt, die, ja, wird uns nichts bringen. Und um 8 Uhr kriegen die neues Geld und neue Ware. 8 Uhr ist immer Reset, praktisch. Hallo, mein Freund. Ich habe Dinge für dich. Motoren, Kristalle, massenweise CPUs, SSDs, Festplatten, das Zeug hier. Was ist so ein Whisky wert? 200, behalten wir mal. Radioaktivität minus 2,3, aber Durst minus 22. Und wir nehmen jetzt mal Radioaktivitätspillen mit in unser... mit auf. Das, was wir standardmäßig dabei haben, ist nicht das Verkehrteste, denke ich mal. Das hier kann weg, das hier kann weg. Guck mal hier, 17.000 und er ist pleite. Praktisch. So, wir kaufen jetzt wieder ein bisschen was. Damit hat er wieder 1.500. Und die ziehen wir auch gleich wieder raus. Wir haben noch USB-Sticks, wir haben noch eine Powerbank. 800, wir haben noch Batterien. Ja. Wir haben noch Pfeffer. Wir haben noch mehr Batterien. Wir haben noch eine Festplatte. 1.400. Und jetzt wieder pleite. Und wir sind bei 141.000 Rubel. Willkommen in Richtung Endgame. Wobei, ehrlich, ich glaube noch nicht mal, dass wir in Endgames sind. Kernfisch. Kernfisch, 2 Stück auch wieder rausgezogen. Müsste man da nicht auch irgendwann mal fertig sein? Nächste Tower. 3 noch. 10 Hand, also 3 Hunter haben wir von 10. Hier müssen wir mit 3-mal, 4-mal schon belebt. Banditen müssen wir noch töten. 6 Stück. Ein Ghoul. Und 250 Erfahrungspunkte müssen wir im Camp noch machen. Das werden wir wohl hinkriegen. Aber wir sind jetzt praktisch nicht mehr im Forest unterwegs. Auch nett. Ja. Pack das ganze Zeug mal da rein. Auch hier ist bald voll gemüllt. Aber wir haben hier auch noch was, was wir vollmüllen können. Dann muss ich natürlich irgendwann wieder anfangen zu sortieren. Milligramm, Milligramm, Milligramm. Nehmen wir mal 4 Pillen mit. Die wiegen ja nicht viel, oder? Ja, nichts. Dann haben wir 4 Pillen dabei, mit denen wir uns dann zumindest, ja, da ein bisschen behelfen können. Santa Claus. Ach, für Santa Claus Kostüm brauchen wir die Wilson-Zigaretten. Deswegen sind die angewählt. Okay, verstehe. Macht natürlich Sinn. Dann haben wir Munition schon wieder. Repair Kits. 90. Was ist denn das? 762. 762,54. 762,39. Ist das rote, oder? Ja, 762,39 stellt 12% wieder her. Wir sind
Ja, komm, nimm mal eins, ist egal. Achso, das geht nur im ersten Slot. Muss aber wieder umbauen, sonst verwechsel ich nachher die Waffen. So, und jetzt sind wir hier wieder bei 100% oben. Wie sieht es mit unserem Armor aus? Ist bei 100%. Cool. Waffenanbauteile. Waffe. Dann haben wir das nicht. Das und das. Das. Munition können wir jetzt mittlerweile auch selber herstellen. Also auch da haben wir eigentlich kein großes Problem. Und die Wilson-Zigaretten kommen hier mit unserer. Und wir haben massenweise Teile, was wir mal machen. Repair Gear. Repair. Unsere SKS können wir einmal durchreparieren. Einfach, dass das Zeug auch nicht mehr auftaucht. Unseren alten Armor könnten wir mal reparieren. 160. Unsere AK-74 können wir durchreparieren. Die P90 könnte man mal ausprobieren. Die macht 16 Schaden. Die macht doppelt so viel Schaden wie die MP5. Eigentlich ganz nett. AK-74. Eigentlich nicht. Die hat so ein kleines Magazin, sonst. Man könnte mal die Schrotflinte probieren. Weil, wenn du mit Slug-Munition triffst, ist der Gegner tot. Eigentlich. One-Hit. Aber wir müssen jetzt auch nicht unser Scrap-Zeug rausschmeißen. Modifiziere Waffen haben wir eigentlich auch nichts mehr. Da haben wir sowieso nichts. Hier fehlen uns jetzt zwei Relais. Und wir brauchen Wasser und. Achso, wir können jetzt auch wieder Dings natürlich mitnehmen. Also wir haben eigentlich kein Problem mehr. Das können wir gleich konsumieren. Wir haben kein Problem mehr. Wir können uns genug Munition erstellen. Wir haben gute Waffen, mit denen wir zumindest die jetzigen Gegner gut bekämpfen können. Gegen die Green Army, wie gesagt, könnte es sein, dass wir da tatsächlich alt aussehen. Weiß ich nicht genau, aber wäre tatsächlich im Bereich des Möglichen, dass wir da ein Problem kriegen. Vor allem, wenn das Problem ist, mehrere Gegner zu bekämpfen. Das ist das, was mir ein bisschen Sorgen bereiten wird, glaube ich. Aber so die einzelnen passt. Und wir können halt hier jetzt auch die PS-Munition unter anderem herstellen. Das kostet halt einiges an Scrap-Armor. Wir haben 1200 und wir haben auch genug davon. Also wir können da auch massenweise herstellen. Auch das hier. Repair-Kits. Können wir auch einen ganzen Haufen herstellen. Sind halt gut in der Herstellung jetzt unterwegs. Würde ich sagen. So, Medizin haben wir das hier. Munition schon wieder. Die Zigaretten haben wir mehr als genug, können wir verkaufen. Das wird verkauft, das wird verkauft. Das Zeug kann hier mit rein. Das Gutzeug kommt auf 2. Und das restliche Zeug können wir verkaufen, wenn er denn. Also, sie haben keine Kohle mehr. Das mit der Kohle wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Ja, jetzt guck mal hier. Was? 2000? Die sind 1000 wert, die Wilson-Zigaretten. Wir haben davon Massen. Wir haben massenweise von diesen Zigarettendingern. What? Okay. Krass. Konsum. Ein bisschen Kohle brauchen wir noch, damit wir wieder Wasser filtern können. Aber 4 Stück und du bist bei 100%. Das ist eigentlich okay. Und wir ziehen da auch genug raus. Und die andere Nahrung haben wir auch genug. Also wir haben noch verschimmelte Brote, die wir noch zu Zeug machen können. Wir nehmen immer anderes Zeug mit. Wir haben nicht wirklich ein Problemchen. So, das hier noch. Jetzt sind wir da. Ja, ein Wasser noch. Machen wir schnell so. Gut. Und das hier. Wir haben jetzt auch schon wieder 7 von den Flaschen. Jetzt haben wir keine Kohle mehr, aber wir haben schon wieder... Ja. Alles an Flaschen voll. Konsumieren. Und sind überall grün. Und können losziehen. Quest haben wir. Achso, Radio Tower. Doktor müssen wir. Vielleicht kriegen wir da eine Folgequest. Und dann sind wir auch bald Level 4. Aber ich würde jetzt gerne mal die 200 schaffen wollen. Ask Radio Tower complete. Wie weit sind wir bei Gunsmith? Sind wir nicht bei Level 5 schon? Ja, auch ein Buch gefunden. Guck mal, wir sind jetzt gleich Level 4 Gunsmith. Cool. Level 5, meine ich. Medikit. Storage Update. Scrap Medizin, Anti-Bleed-Gel, Standard Medikit, Modern Medikit. Haben wir doch, oder?
Nein, aber nicht. Irgendwas fehlt. He drives the laboratory key. Anfordern wir noch. Crimson Corporation. Industriezone. Hier ist ein small base in the northwest. Aber in die Industrie müssen wir. In die auf die Industrie mehr müssen wir, um den Schlüssel zu kriegen für die Radiostation. Cool. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge.